Herzlich willkommen zu meinem ersten kleinen Lernvideo. Mein Thema für heute ist E-Learning. Ja, was bedeutet denn E-Learning überhaupt? Zum einen ist E-Learning ein Sammelbegriff für das Lehren und Lernen mit elektronischen oder digitalen Medien. Meist ist dabei das computergestützte Lernen gemeint. Aber auf jeden Fall sind elektronische Medien mit im Spiel. Doch was sind elektronische Medien überhaupt? Hier einige Beispiele. Neben dem Computer kann das ein Videoplayer, ein Audioplayer oder ein E-Reader wie zum Beispiel das Kindle von Amazon sein, mit dem E-Books gelesen werden können. Zu den häufigsten Formen des E-Learning gehören die virtuelle Lehre, also Webinare, das virtuelle Klassenzimmer oder videobasierte Kurse sowie Podcasts. Unter Blended Learning verstehen wir E-Learning und Präsenzveranstaltungen, die miteinander verknüpft sind. Als dritter Punkt haben wir hier die Web-based Collaboration, also eine Gruppenarbeit über das Internet. Die wichtigsten Motive für die Nutzung von E-Learning-Angeboten. Zum einen wird größtmögliche Flexibilität gewährleistet, da die Inhalte zeit- und ortsunabhängig genutzt werden können. Außerdem erhofft man sich auch eine Verbesserung der Schulungsqualität und Effektivität, weil die Schulungsinhalte eben individuell anpassbar sind. Lernmenge und Lernintensität kann vom Anwender selbst bestimmt werden. Der oft wichtigste Punkt ist die Kosteneinsparung. Die kommt dadurch zustande, dass die Zahl der Teilnehmer theoretisch unbegrenzt ist und somit nur einmalige Kosten für die Erstellung anfallen. Wie kommt denn nun mein Unternehmen zu E-Learning-Angeboten? Für deren Entwicklung stehen mehrere digitale Autorenwerkzeuge zur Verfügung. Das sind einmal leicht bedienbare Autorensysteme, die kein Vorwissen über Programmierung von HTML oder XML sowie Internet voraussetzen. Außerdem gibt es aber auch komplexe Autorensysteme. Diese kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn einzelne Elemente oder Quellen für verschiedene Lernangebote mehrfach genutzt werden sollen. Die Erstellung von E-Learning-Angeboten läuft dabei in der Regel wie folgt ab. Am Anfang steht die Bedarfsanalyse. Dem folgt die Entwicklung eines Grobkonzeptes, die Entwicklung eines Feinkonzeptes, im Anschluss eine Medienproduktion und letzten Endes die Seminardurchführung bzw. die Lernphase und eine Evaluation. Und zum Abschluss noch einige Erfolgsfaktoren und Barrieren bei der Einführung von E-Learning im Unternehmen. Wichtig ist, das Unternehmen sollte unbedingt als ganzheitliches System gesehen werden, in welchem sich seine Organisation, Mensch und Technik wechselseitig beeinflussen. Außerdem sollte die Handhabung der Lernplattform intuitiv gestaltet werden, um zu verhindern, dass diese letzten Endes von den Mitarbeitern gar nicht genutzt wird und das Geld in den Sand gesetzt ist. Außerdem ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig technischer Support ist, der bei Problemen schnell unterstützen kann. Das war's auch schon von mir zum Thema E-Learning. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, stehe ich bei Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Danke fürs Zuhören. Ciao.